Kann ich jetzt endlich den Chef sprechen? Na, das wird halt nichts mehr, weil der liegt mit der Angina im Bett. Ist das auch eine Nutte? Mein Gott, ist der blöd. Na, der hat's im Haus. Wen? Die Nutte? Ach, jetzt wissen Sie was. Jetzt bindet mir erst einmal Ihr Latzerl um, weil jetzt kommt Ihr Stroganoff. Schauen Sie her. So, da eine damit. Jetzt passen Sie mal auf. So, sind Sie fertig? Bitteschön. Was ist das? Ja, das Beste vom Rind. Ein Stroganoff. Ich weiß nicht. Was wissen Sie denn jetzt schon wieder nicht? Sagen Sie mal, kennen Sie nicht die Geschichte vom alten Stroganoff? Nein. Nein, passen Sie auf. Die werde ich Ihnen jetzt einmal erzählen, damit Sie nicht deppert stellen. Und zwar, das hat mir ein alter Stammkunde erzählt. Das ist auch ein alter Russ. Und das ist der Urenkel gewesen vom alten Stroganoff. Und ich werde es jetzt Ihnen erzählen. Jetzt hole ich aber erst einmal einen Schnaps. Jetzt passen Sie mal auf. So. Jetzt. Das ist ein Kirschgeist. Der selber Planter. Der schlägt ein wie eine Atombombe, also Vorsicht. So. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Jetzt können Sie was lernen fürs ganze Leben. Haut rein. Jetzt sperrst du mal deine Ohren auf, die sind ja groß. Also pass mal auf. Stroganoff, ein Großfürst einst am Zarenhof, wo sonst, war ein eifersüchtiger Gatte, der in Omsk, gleich bei Imsk, um die Ecke rum von Omsk, ein großes Gut. Was für ein Gut? So ein Gut. Na schon gut, kurz und gut, ein Gut von 1000 Sälen hatte. Wieso Sälen? Lass uns nicht erzählen, das ist Russisch, echt Russisch. Jeder Russe, der hat Sälen, was weiß ich, hi, hi. Und auf dem Gut, seinem Gut, dahin Omsk, gleich bei Imsk, um die Ecke rum von Omsk, lebte auch seine schöne Frau, wo sonst? Und dass sie schön war, wusste er. Und außerdem noch Schöpfenhoff und Krotzkulow und Bronzkulow und Schutzkenow und Schnutzkenow und ganz besonders Schmutzkenow. Ziemlich viele wussten dieses ziemlich gut, von dem Gut ist das gut. Gar nicht gut, aber echt russisch, hei, hei. Hörst du zu, mach keine Faxe, hörst du mir dazu? Hör mir zu. Passt. Hör zu. Stroganoff hat viel zu tun am Zarenhof, wo sonst? Und zu Haus bleibt seine Schuschka, bleibt in Omsk, gleich bei Imsk. Und nur 14 Werst von Omsk, nicht viel los da in Omsk, nicht in Imsk und nicht in Omsk. Ganzen Tag liegt sie im Bett, das arme Mütterchen. Wieso Mütterchen? Fragen Sie Tolstoi, das ist Russisch, echt Russisch. Jeder Russe ist ein Mütterchen, was weiß ich, hi, hi. Und auf dem Gut, dem Nachbarsgut, nicht in Omsk, nicht in Imsk, ein bisschen weiter weg in Omsk, lebte besagter Schmutzkenow, ein Schwein. Und eines Tages spannte er vor seinen Schlitten die schwarze Stute Krasnutscha, die blaue Stute Vlasnutscha und Jasnutscha und Strasnutscha und vorneweg noch Brasnutscha. Und er knallte mit der Peitsche und fuhr stracks zur schönen Schuska auf das Gut, ist das gut? Gar nicht gut, aber echt russisch, hey, hey. Hörst du auf zu saufen und zu hampeln, hör mir zu. Ist Geschichte, kannst du lernen für ganzes Leben. Hörst du auf zu saufen, lässt du Glas stehen. Da, da, da. Ach, leider genügt nicht, dass über dem Skandalski ich mit Diskretionski den Vorhang lasse falski. Denn unvermutet stand in der Tür Stroganoff und aus dem Bett sprang der Liebhaber in hohem Boganoff. Ui, 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 ui. Antwort.
Worte und verfluchter, bis ich bis drei zähle. Nahmst du nur den Kerper oder nahmst du auch ihre Seele? Und hätte er gesagt, nur den Kerper, Väterchen Stroganoff. Wenn nicht passiert, was jetzt passiert ist, Väterchen Schmutz genommen. Oi, 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 oi. Stell Glas hin. Tags darauf sitzt Stroganoff im Kaffeehaus, wo sonst? Und es fragen ihn die Freunde, was war los bei dir in Omsk? Man hat dich schreien gehört bis ins, einer sagt sogar bis ums. Und man spricht, dass deine Schuschka hat gemacht ein bisschen, bisschen, bisschen Schmuschka. Bisschen hätte ich noch verziehen, das ist russisch, echt russisch. Aber die Vertraulichkeit geht so weit, tut mir leid. Hey, da wird, bring mir ein Filet, aber roh, Größe so. Und dazu ein großes Messer, kann ich zeigen Freunden besser mit Messer. Was ich gemacht aus Schmutzkinoff. Und mit dem Messer, hei, juhe, sticht Stroganoff in das Filet. Und hin und her und kreuz und wer sieht gar nicht wie Filet aus mehr. Ohne Lücke haut er es in tausend Stücke voller Wut. Ist das gut? Das ist gut. Und so echter russisch, hei, hei. Kein Ballett jetzt, kein Ballett jetzt. Stört Erzählung kolossal. Nein, ich will hier kein Ballett jetzt. Himmelsakrament nochmal. Gehst du, sitzt ab. Ist das, was haben wir für Gäste? Gehst du, sitzt und bleib hocken. Nichts mehr Schnaps. Nichts mehr trinken. Hör mir zu. Hör mir zu. Stroganoff winkt gnädig jetzt den Küchenchef zu sich. Hier, mein Freund, mit Dank zurück. Das gebohrte Lendenstück, das im Zweikampf wie ein Held den Ehebrecher dargestellt. Nun trag's in die Küche. Du kannst gut sehen, Väterchen, ich kann kein Blut sehen. Koch in Tränen schreit, oh je, wer wird essen das Haché? Ist gehackter Schmutzkinoff, aber kein Filet. Ganz zerstückig liegt's im Topf, Küchenbub mit rotem Kopf fragt, was soll damit geschehen, was soll ich hineintun noch, Väterchen Koch? Von mir aus, was du willst, tu rein, friss doch kein Schwein, ob saure Sahne, Zwiebelring, ob Paprika, ob Pfifferling. Doch als man es aufs Feuer tut, jeder sagt, was riecht so gut. Alle Gäste kosten, reiben sich den Bauch, ha, 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 will ich auch, ha, 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 will ich auch. Mein Schmoren, sowohl die Grünzen von Zillet, sowohl die größtes Frikassee, sowohl die Stroganoff-Filet geboren. Hei, hei! Aber ich bin Vegetarier.